So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Hier auf einem wunderschönen Kanal. Heute sind wir dabei, ich wollte mal ein paar Bürogebäude bauen. Aber weiß jetzt nicht direkt, wie soll ich das Ganze anstellen. Also ich glaube, mit so einem großen Straßen von oben nach unten wird es doch ganz super gehen, oder? Ja, und wie gesagt, wir kommen wieder hier zurück. Soll ich die durch? Nee, ich baue die nicht durch. Nee. Wir machen das so, wie eben die ganzen anderen Strecken auch. Ja, Urlaub ist vorbei. Ich freue mich. Ja, der Urlaub ist vorbei und ich freue mich, warum? Ich kann wieder zocken. Ohne Ende. Weil ich war bei meinen Eltern zu Hause und da konnte ich nicht so zocken, wie ich wollte. Weil die haben keinen schönen Gaming-PC. Also, die haben ja auch direkt keinen Gaming-PC, aber trotzdem. Die haben nicht so den richtigen PC zum Zocken. Und deswegen freue ich mich. Außerdem bin ich nicht so der Typ, der gerne zu Hause sitzt und sich langweilt. Sondern ich gehe dann lieber doch arbeiten. Und ja, Alter, meine Stimme. Was ist los mit ihr? So. Hier noch die eine Straße erweitern. So. Da kommen wir eben mal mit dem Bürogebäude anfangen. Nehmen wir aber auch gucken. Ob natürlich alles hier mit Strom und Wasser verlegt ist. Jetzt weiß will ich aber auch nie reingehen, das heißt wir malern jetzt ein kleines bisschen. So. Und so. Und den Rest füllen wir hier auch nochmal mit aus. So. Haben wir eine ganze Ecke mit Gewerbe. Ist ja super. Und jetzt müssen wir mal... Haha, guck mal. Mit Gewerbe, mit Büro, so. Hier ist alles löschen, um das neu zu benennen, ist das nervig. So. Ich kann nicht gerade zeichnen, deswegen mache ich auch keine Zeichensachen gerne. Wie Montagsmaler oder sowas. Das ist das Mühlenviertel. Strom, Wasser, Rauch, Haustier. Was heißt denn das überhaupt? Verringert Müllansammlung, etwas verringert Bürgerzufriedenheit etwas. Müll ist schon wichtig. Bürger da drüben ist mir egal. Recycling. Ja, das ist mir egal. Dieser Konsum. Und das war's. Was haben wir hier jetzt? Also. Hightech-Häuser, Planung, Industrie, Großunternehmen. Okay. Oh, man kann es... Oh, hier müssen wir uns eigentlich auch mal... Jetzt niedrige Einstellung des Steuersatzes für Bürogebäude. Steuererhöhung. Nee, lassen wir mal. Das lassen wir mal und wir machen mal Go. Ja, und herzlich willkommen, wie gesagt, nach dem Urlaub. Mein Urlaub war schön gewesen, mein Urlaub war entspannt und ich habe keine Videos gemacht. Tut mir irgendwie echt leid, dass es da kein kein Video hier gab, kein Urlaubsvideo. Wollte ich eigentlich machen, gab es aber dann doch nicht. Na, irgendwann mal meckern die doch bestimmt jetzt rum. Genau, nicht genügend Strom. Machen wir hier oben noch. So. Dann müssen wir mal gucken, von wo wir jetzt eigentlich den Strom beziehen. Von hier am besten.
Muss erstmal passen, so vom Style her. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe seit langem eben kein Cities Skylines gemacht. Müllverbrennungsstatus ist gerade so an der Kotzgrenze. 1, 2, 3. Sind noch mit Wasser? Ja, schön. Der Verkehr geht aber auch noch einigermaßen hier, finde ich. Persönlich, also das geht ja, vor allem wie ich jetzt geschrien habe, bestimmt so persönlich geht das schon. So, gucken wir mal jetzt alles nochmal nach. Ach du Scheiße. Wir brauchen ein großes Krankenhaus. Das bauen wir noch hier hin. Und hier bauen wir nochmal ein paar kleine hin. Eins. Zwei. Und hier unten noch eins. Jetzt haben wir relativ gute Kapazitäten. Friedhof, Krematorium-Verfügbarkeit. Perfekt. Friedhofsauslastung. Nicht so perfekt. Also wir sind da schon über 50%, müssen wir mal aufpassen. Oh, hier. Gefahr geringer. Na komm, geh nach unten. Hä? Machen wir mal hier noch einen hin. Ah, ich wollte hier eine kleine hin. Ja gut. Das habe ich eben. Eine große hier ist mir jetzt auch egal. So. Und hier machen wir extra für die noch eine kleine hin. Einfach nur aus dem Style, dass wir es können. Polizei. Brauchen wir doch schon eine große noch. Auch wenn die bloß 20 Kapazität haben, aber trotzdem. Kriminalitätsrate ist ja nicht gerade hoch. Also es ist eigentlich nichts, das passt. Und jetzt gucken wir mal Schul. Ach. Wir bauen noch ein paar Schulen. Das steht fest. Nice, nice, nice. Oh, wir können Dings ja bauen. Das nervt überhaupt nicht, wenn mein Handy auf immer so extrem losvibriert, so mitten in der Aufnahme. Ach nein. 300 Kapazitäten, das heißt, wir haben jetzt 900 Kapazität mehr. 1800 haben wir, 2-3 können. Also es ist... Guck mal, hier drüben wollen auch noch ein paar gehen. Na, dann machen wir es mal so, dass hier drüben noch welche gehen können. Und das ist ja zwar Kotzgrenze, aber es klappt schon. Oh ja, jetzt habe ich ein sexy Bild gemacht. Oh mein Gott. Ich habe zu viel gesoffen. So, wir kümmern uns bei meine Bürger hier. Meine Bürger zweiter Klasse. Ja, es ist alles jetzt beide Klasse hier. 1000 haben wir hier. So, Bürger mit Abschluss sind ja nicht gerade viele. 72% der Bürger haben einen Universitätsabschluss. Hochgebildet 18%, gut 27%, gebildet 36%. Oh, hier drüben sieht es sehr mistig aus mit der Schule. So, ach guck mal, hier, die stand in Flammen. Ich gehe in Flammen mit. So. Hier drüben, das baut sich auch langsam auf. Und wir wollen Gewerbe haben. Meine lieben, lieben Bürger wollen Gewerbe haben. Naja, jetzt ist mir aber aufgefallen, jetzt müssen wir ja von hier unten arbeiten.
So. So. Und um den Kreislaufkern nicht zu stören, gehen wir hier von unten nochmal. Was, ich habe kein Geld mehr? Okay, es war gerade nicht schön, aber okay. Jetzt lassen wir es mal. Gewerbe. Natürlich dann ein großes Gewerbe hier hin. Oh, Steuern zu hoch. Au. Dann bauen wir mal, haben wir hier. Warum sind die denn hoch? Shopping-Statue. Die braucht 500... Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht gerade wenig für so ein bisschen Statue-Dings-Gedöns. So. Furzen, das geht alles. Oh, die haben kein Wasser. Das ist das erste, worum wir uns kümmern müssen. Die brauchen ja alle Wasser. Und danach können wir gerne ein bisschen Natur bauen. Ach komm, wir können hier genau in der Mitte gehen. Oh, wie geil ist denn das bitte? Das war noch nicht mal geplant. Oben noch mal rein. Zu steil. Du bist mir auch zu steil, das sage ich dir. So. Dann müsste eigentlich doch mal die Steuer relativ gut wieder sein. Ich gebe doch nie noch weniger Steuer da drauf hier. Jetzt, dann zieht mir hier aus. Was seid ihr denn? Ihr seid normale Häuser. Oh. Nein, ich nehme mein Ausziehen zurück. Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, wo war die Steuer hier? Ich brauche ein Plus. Bürger. Was? What? Hä? Was ist denn hier jetzt los? Da ist Strom, da ist Strom, da ist Strom. Der Strom mit hier, der Strom mit da. Oh! Alter! Jag mir nie nochmal so einen Schrecken ein. Oh, ich habe mir jetzt gedacht, warum wollen die jetzt die alle ausziehen? Okay, jetzt mal gerne. Alter, was soll ich denn noch mit dem machen hier? Ihr könnt doch nicht so... Ich kann die doch nie so viel zahlen lassen wie die normalen Leute. Ich wollte gerade sagen, hatte ich hier nicht schon Millionen, aber es war ja im Livestream. So. Wie sieht's aus? Müllverbrennung. Produktion haben wir 328, 128. Da kommen wir mit der Müllverbrennungsanlagenkapazität locker hin. Mülldeponie-Speicher müssten alle entleeren im Moment. Weil ich möchte die eigentlich weg haben, weil die bringen mir nicht viel. Der Verkehr. Oh, wir müssen noch die Kreuzung einstellen.
Das ist eine Vorfahrtsstraße. Ampel, Ampel, Ampel. Nee. Stopp, Stopp. Stoppschild. Hier, alles Stoppschilder eigentlich. Eigentlich war ja nur das vorne Dings. Ja. Und hier vor. Oh, Backe. Wie das verlassene Windrad dort so ganz einsam steht. Die ganze Straße ist jetzt voll. Ich kann hier vorne nicht die Dings rausmachen. Ich glaube, das wäre ein Todesurteil. Wir probieren es mal. Da muss ich auch langsam den Part beenden. Oh, Part langsam lang ist. Bin ich müde. So. Ich würde mal sagen, ich lasse das mal 2-3 Minuten laufen. Dann gucken wir im nächsten Part, wie das alles geworden ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt dann, wenn ihr so wollt. Daumen rum, Daumen nach unten geben. Ciao, ciao.